Willkommen zurück zu Stradivelli. Valley. Ich bin Alfirobo und wir legen wieder direkt los. So, unser Bierchen, das trinken wir einfach gleich. Nach dem Abend. Oh, es schneit heute. Da tun wir noch einen, da tun wir Blaubeeren, komm. Get the Blaubeeren hier, Alter. Zack und zack. Wunderbar. Gut, Schneefall. Was machen wir denn an Schneefalltagen? Natürlich erstmal unsere Tiere machen. Ich bin eigentlich auch bescheuert, ne? Ich beschwere mich so über meine, dass ich mich so viel mit den Tieren machen muss. Dass das irgendwie voll ausbremst und so, aber trotzdem, ne? Bin ich jetzt schon wieder bei Tieren rum. Das ist irgendwie ein bisschen widersprüchlich, oder nicht? So, so, so. Okay, mehr. Lass mich das doch mal. Alter, achso, da liegt. Nein. Ich will mich, warum kann ich da nicht langlaufen? Das kann ich jetzt bitte da wegschieben, danke. So, mit dem Maus hier mal rüberfahren. Vielleicht haben die irgendwie was versteckt. Drei Eier, Major. Nice. Das war im Verhältnis richtig viel. So, wir haben Clothing. Und wir können unsere Schare auch scheren. Ich glaube, auch wenn es wegläuft, wir scheren es trotzdem. So, wir nehmen das Clothing noch rein. So. Kühe melken. Nice. Ziegen. Nap. Hallo. Nap. Nap. Okay. Naja, drei Dinger immerhin. Und so gut. Der ganze Stuff wird verkauft. Nice, da ist er. So, guck mal, wo es in so ein Schweinchen geht. Die ist immer noch am Bauen, wow. Die bewegen sich irgendwie. Okay, jetzt bewegen sich mal. Ich glaube, die Schnelllocker sind auch genauso da. So, hier. Oh ne, kann noch nicht. Okay, vielleicht morgen ernten. Nice. Vielleicht können wir morgen Melonen ernten. Wäre auf jeden Fall geil. Gut, wir gehen nochmal hier jetzt rein, ernten ein paar Mushrooms hier. Zack, zack, zack. Ich brauche ein paar Pilze zum Einwerfen, Alter. So, wunderbar. Gut, so hier, irgendwie kommt gar nichts mehr raus, habe ich das Gefühl. Habe ich das kaputt? Ich glaube, ich habe bei beiden jetzt erst diesen Diamant reingeworfen, kann das sein? Ja, ich glaube, selbst wenn, wir haben ja eh genug von dem Zeug. Pilze kamen hier rein. Meine ich, oder? Jep. So, ganz viele Pilze. Von dem aber so wenig irgendwie. Gut, Verhältnis so 100. Na egal. Ich ärgere mich immer noch, dass ich hätte die Quest jetzt alle hier schon abgeschlossen. Hätte ich dann damals das andere gewählt. Aber na egal. So, obwohl dann hätten wir wahrscheinlich mit den Pilzen, wohl Pilze haben wir genug gefunden in letzter Zeit. Ich will ein bisschen trinken. Ne, ich will eigentlich. Also den Tieren heute nicht klappt, gehen wir halt in den. Ach, ich hatte schon jede Menge Bier. Oh, ich habe auch jede Menge Kaffee hier drin. Ups. Gar nicht gesehen. So, wir nehmen einfach unseren Survival Burger hier mit. Haben noch ein paar Bomben. Wir haben nur noch die dicken Bomben und die Mega-Bomb. Ah, okay, vielleicht sollten wir mal Bomben herstellen. Ich wollte eigentlich auch angeln gehen, ne? Egal. Wir gucken, wir gehen erstmal wieder durch die Mine, ein bisschen farmen. Können wir ein schönes Angeln gehen oder so, obwohl haben wir genug mit dem unserem Feld wahrscheinlich dann zu tun. Aber egal. So, wie sieht's denn hier aus? Hallo? Nice. Muss ich jetzt mal reinlaufen? Gut. Der hat auf jeden Fall jetzt einen Freund dann so in der Slime-Farm. Das ist doch schön. Denn die sitzen nicht mehr ganz so einsam und verwildert da. So. Hallo Frau. Ne, die Frau ist natürlich nicht da. Schade. Aber wir sollten jetzt hier nicht unsere Tiere bekommen. Warum? Willst du mich irgendwie verarschen? Willst du mich ficken, Alter? Glaube ich nicht. Wer ist eigentlich hier? Jess wohnt hier, okay. Ich will mich da verarschen. Das ist heute ihr Fitness-Tag oder was? Ja, toll. Danke. Danke, du blöde Bitch. Das hab ich nicht gesagt. Ach, Mann. Oh, eine Cola-Dose bekommen. Nice. Da kann ich mich ja freuen drüber. Nicht. So. Hallo, hast du ein paar Iridium-Splendler für mich? Jetzt redet heute mit mir. Alles klar. Ja, ne, will ich nicht haben. Danke.
Nein, dass mir Leute nicht das geben, was ich will, ist so schlimm. Macht mich traurig. So, und ich hoffe jetzt mit den, auch mit den neuen Updates und OBS übrigens, dass das jetzt besser ist, weil ich hatte jetzt in der letzten Zeit sehr viele Sachen, wo es einfach nicht geklappt hat. Also wo die Dateien irgendwie beschädigt waren, ich die dann umkonvertieren musste, dass dann halt mein Renderprogramm die dann halt lesen konnte. Und ja, das ist halt dann, da waren auch jetzt letzte Zeit einige Folgen dabei, die von der Qualität her rotzig waren, fand ich. Leider ist das so, kann ich nichts daran ändern. Aber ja, ich benutze halt nur mal OBS, so, wir gehen einfach mal auf 100, so. Schön im Lavasee. Im Lavasee kann man auch übrigens Sachen fahren. What the fuck? Okay, ich bin da ein bisschen Akku drauf. So, gehen wir jetzt hier groß. Können wir groß looten? Ich weiß es nicht. Hier haben wir so viele schöne Pilze. Ah, Pilze. Wahrscheinlich Fieber. Ich nehme das mal mit, weil ich glaube, wie viel letzte Zeit so wenig gehabt. Ah, guck mal, Geode. Ach, hi. Na, willst du dich verkriechen, Alter? Hier, zack. Ah, guck mal, hier gibt es sogar eine Bombe. Nice. Ich tue das einfach alles mal hier runter. Durch die Geode hoch, damit ich weiß, wie viel Geode ich habe. Und die Bombe nehmen wir auch mal mit. Die können wir gleich irgendwann einsetzen. Oh, einer. So. Schön, schön, dass ich mit meinem. Oh, ich habe eine Krabbe bekommen. Eine Krabbe. Dass er mir die ganze Zeit Schaden macht, ja. Und dass ich mit einer Axt hier mit meiner Spitzhacke keinen Schaden gemacht habe. Zumindest habe ich keinen Schadenspunkt gerade gesehen. Vielleicht habe ich mich einfach gehört. Was ich aber nicht glaube, weil ich irre mich nie. Hahaha. Mein Name ist Aporet. Nee, natürlich nicht. Ach ja, übrigens, Aporet, wir hatten letztens ein interessantes Gespräch über ihn gehabt im TS. Wie er früher war und so weiter. Ich muss sagen, fand ich Aporet besser. Früher, da hat er sich ja wirklich ist er zu Leuten hingegangen. Da hat er Videos gemacht, wie er auf der Straße pennern, irgendwelche Schuhe und so, was es Schuhe von sich gibt und so weiter. Und das fand ich wesentlich besser als sein heutige Prank-Scheiße. Aber er hat halt gecheckt, yo, mit Pranks mach ich mehr Geld und deswegen mach ich noch Pranks. Tja, das nennt man halt wohl seine Seele für Klicks verkaufen. Naja. Ach, und wenn er sagen sollte, ja, nö, er müsste sich ernähren und so weiter, er konnte auch davon leben. Er, ihm war es einfach nur nicht genug. Weil, ist auch letztens, glaube ich, auch letztens mit Böhmermann drüber gesehen, wo er eigentlich vollkommen recht hat. Der Mensch braucht nicht unendlich viel Geld, um glücklich zu sein. Kannst du gar nicht. Was ist denn hier los, Alter? Voll dicke Party hier. Irgendwann ist es einfach, ist einfach das Geld überflüssig. Man gibt einfach das Geld für unnützen Scheiß aus. Ist nun mal so. Ja, jetzt hat er mich eingeschleimt. Nice. Danke. Der hat einen Diamanten gehabt. What the fuck? Slime, der Diamant hat. WTF. Hab ich auch noch nie gesehen. Und es ist so, ich glaube wirklich, damit der Mensch wünschlos glücklich ist hier in Deutschland, ich glaube, der reicht dann, wenn er 60.000 Euro im Jahr hat oder so. Sagen wir mal, bis 100.000, sagen wir mal so. Alles, was du danach überhaupt gibst, einfach nur Spielerei. Unnötiger Scheiß, den du eigentlich nicht brauchst, aber du weißt halt nicht, was du mit deinem Geld machen sollst. Brauch ich einfach mal. Weil man braucht ja nicht immer unbedingt den krassesten Fernseher oder so. Mensch, der Meinung ist einfach nur Spielerei. So gut, ich kann jetzt auch sagen, ich bräuchte keinen Gaming-PC. Na gut, sag mal so, über. Ich arbeite damit, kann man so sagen, da braucht man halt ein gutes Equipment-Zeug. Und ja, da fällt dann halt so ein PC auch mal drunter. Aber sag mal so, wirklich einen dicken Fernseher weiter brauche ich auch nicht. Sag mal so, ich könnte jetzt auch meine Schatz-PC aufnehmen würde. Das könnte ich auch auf einen 40 Zoll Bild. Ich habe ja sogar noch einen 40 Zoll Fernseher hier stehen. Mehr brauche ich nicht. Weil ich könnte genauso gut. Wenn ich jetzt wirklich PC aufnehmen würde, auch auf einen, auf einen 30 Zoll oder so machen. Das reicht doch. So, hier unten war die Leiter. Gut. So, wir haben zwei. Bomben haben wir. Okay, aber irgendwie sind die Dinger so vereinzelt hier gesetzt, dass ich
Die Bomben. Ah, hier könntest du vielleicht die Bombe mal lohnen, aber muss ich mir auch schon wieder durchkämpfen. Ich setze einfach eine Bombe ein. Einfach mal hier so. Zack. Ich würde gerne wegkommen. Shit. Egal. Und wir haben nichts Cooles bekommen, ne? Leider nicht, schade. Wie schon wieder eingeschleimt werde hier. Mann. Hallo, jetzt macht den Stein kaputt. Du stirbst. So, wer ist jetzt mein Bürger? Bevor ich aus, sind noch Krepiere, was ich nicht haben will, wollen würden, tun wollen. Was? Ihr wisst, was ich meine? So, gut. Hey, hier kriegt man auch noch Farming. Plus 3, stimmt ja. Vielleicht kriege ich ein paar Gemergionen jetzt so. Das wäre cool. Nochmal zusätzlich Gionen, ey. Hallo, treff den doch mal, Mann. Gib mir mal so schöne Bomben. Oh, lol. Die haben kommen auch vorhin schon auch Schaden raus, so die Typen. Alter, warum kommen die denn so viele von denen hier vor? ETF. Was ist denn hier los? Kannst du bitte kaputt gehen, danke. So, wunderbar. Noch eine Bombe. Gioden, nice. Gioden mag ich. Noch mehr Pilze. Alter, ist das heute wieder für eine Drogentrips-Folge? Eine Giode. Ich bin schwer enttäuscht. Okay, hier sind wir keine Gegner mehr. Gut, na gut, wir haben so viele Gegner auf der Ebene jetzt getötet. Das hätte ich mir auch gedacht, ist das hier eine Boss-Ebene? Aber jetzt auf die Fledermaus warte ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. So, ciao. Oh, guck mal, haben schon mal 5 Level geschafft. Und noch mehr Geoden, nice. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine Leiter, wunderbar. Oh, ganz viele Steine, Farming für Steine oder was, nice. Wette, das ist eine Krabbe. Oh, doch nicht, schade. Ich wette, einer von den Steinen ist wieder eine Krabbe. Da verwette ich meinen Arsch drauf. Die Steine hier platt. Bam, bam. Und vielleicht sonst hier eine Bombe. Ja, hier kommen. Hier sitzt noch eine Bombe. Hier haben wir so viele. So, und. Puff. Keine einzige war eine Krabbe. Okay. Das wundert mich schon allerdings. Muss ich gestehen. Ich habe jetzt hier wirklich. Es waren so viele rote Dinger, dass echt keine Krabbe dabei war. Oh, Tatsache. Keine Krabbe. Na gut, dann halt nicht. Stört mich auch nicht, habe ich meine Ruhe. So, oh, jetzt war eine Boss-Ebene, nice. Ich weiß nicht, wie ich immer früher hier verreckt bin, ey. Ich bin immer ganz schnell durch, damit ich halt nicht eben verrecke. Das sollte ich aber auch allerdings aufpassen, weil ich bin ja nicht full life. Na, wenn so ein Fledermaus ankommt, ist das schon kacke. Also ich das aus Versehen, genau. Besser mal einen Burger. Na, hier kommen nämlich die dicken Dinger. Ja, da kommt keiner raus, was? Okay. Na ja, auf damit. So, jetzt habe ich alle Küche besiegt, aber. Achso, fliegt natürlich irgendwo noch eine Fledermaus, die muss ich noch besiegen. Ja, geht doch. So. Müsste ich eigentlich auch besiegt haben? Oh, Megabomb, nice. So. Wäre ich auch gefallen, wenn man bei denen die Deckel abklappen könnte. Mit dem da Pickaxe, aber das geht scheinbar nicht. Zumindest habe ich ja bis jetzt einmal so dran. Habe ich ewig lange auf einen rumgekloppt und der ist einfach nicht kaputt gegangen. Davon gehe ich einfach mal davon aus, dass das nicht geht. Beziehungsweise es lohnt sich einfach nicht, weil voll macht einem so viel Schaden, dass man sagen kann, ich schau Greg den mal eben so weg. Bin ich der Meinung?
It's getting late. Oh, warum schon wieder so spät? Na gut, dann setzen wir hier noch eine Bombe ein. So. Trotzdem ganz viel kaputt hauen, okay. So, easy weggereckt, nice. So. Ach ja, passt so. Gut, haben die Ebene fertig. Ah ne, da. Genau, wir gucken uns da eben schon die andere Ebene an. Hallo, geh da rein. Guck mal da. Wir haben uns ein Gold. Noch hier was. Ein paar Pilze. Ja, okay, ich sollte gehen. Ich kann mir die Ebene nicht mehr angucken. Schade. Leave's mine. Ja, bitte, danke. Fand ich ein bisschen schade. Hätten wir gerne noch ein bisschen mehr umgeguckt, aber gut. Das Spiel sagt, ne, deine Zeit ist vorbei. Ich bleib hängen. Ja, komm, sortieren wir noch immer schnell das ein. Dann haben wir das auch erledigt. So, also hier tun wir rein. Die Kohle, das Eisen, Kupfer, Gold. Mehr haben wir nicht, ne? Ne. So, was haben wir noch? Krabbe. White Essence. Rings. Schleim, ich kann schon den kommen. So, hier haben das, das. Die werden verkauft auf jeden Fall. Das kommt dann noch hin. Das ist Kochen. Das kommt noch hin. Hier ist auch nach oben. Das Ding wird auch verkauft. So, das ist Baumaterial. Das kommt hier rüber. Das kommt auch bei Baumaterial rein. Das kommt bei Baumaterial rein. Das hier. Das weiß ich nicht. Das kommt noch woanders rein. Das kommt auch noch woanders rein. Die Algen müssen halt schauen, wo die reinkommt. Hier kommt die Algen nicht rein. Okay, da aber. Ja, hier kommt die Algen rein. Okay, gut. Sonst habe ich aber nichts. Ich renne schon nachher. Ich wollte die Pilze noch verkaufen. Blub, blub. So, dann kann man nochmal schon ein bisschen Geld noch. Ist zwar nicht viel, aber immerhin etwas. So, zack, zack. So, hier. Kommt die alle rein. Lohnt sich jetzt noch die Samen wegzubringen? Eigentlich nicht. So, die Megabombe noch hier rein. Die Bombe rein. Ja, komm, gehen wir einfach nach oben. Scheiß drauf. So, genau, hier muss noch einmal sortiert werden. Zack, zack, zack. Zack, zack. Gut, wunderbar. So, Cooking-Zeug, ich mach schnell im Schnee rein. Oh, jetzt wird's aber knapp hier. 50, das schaffen wir aber noch. Ich wollte dann sagen, jetzt so kurz vorher oder wie? Gut. Oh, guck mal, haben wir ein bisschen Geld gemacht heute. Oh, die Pilze waren ja richtig was wert. Ui. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao.